Mein Name ist Daniel. Ich bin 29 Jahre alt und ein Balu. Seit knapp einem Jahr kümmere ich mich um meinen Mowgli, den Emanuel. Ich bin Emanuel und bin 10 Jahre alt. Ich lebe in Bonn und Dienstag ist der schönste Tag der Woche. Mein Arbeitsplatz ist die Agentur für Arbeit und ein Ehrenamt war schon immer Ehrensache für mich. Schon während meines Studiums habe ich Balu und Du entdeckt und später meinen Mowgli kennengelernt. Er heißt Emanuel und seine Eltern sind eritreisch-äthiopischer Abstammung. Emanuel ist in Deutschland geboren. Er ist ein aufgeweckter Junge, der in die 4. Klasse geht. So, und jetzt muss ich los, denn Emanuel wartet auf mich. Wir haben heute Großes vor. Ob Daniel schon losgefahren ist? Wir wollen nämlich heute eine Fahrradtour machen. Und ich bin schon gespannt, was wir alles entdecken werden. Wir waren schon im Kölner Zoo, haben Ausstellungen in Bonn besucht und sogar schon Weihnachtsplätzchen zusammengebacken. Wann kommt er denn endlich? Wichtig ist, Aufmerksamkeit und Geduld muss man mitbringen. Ohne Daniel ist es oft langweilig. Ich freue mich, wenn wir uns treffen. Auf große Unternehmungen kommt's gar nicht an. Eis essen oder mit der Fähre über den Rhein fahren. Freude soll's halt machen. Bei Balu und Du arbeiten alle mit großem Engagement. Sowohl die Mowglis als auch wir, die Balus, haben große Freude am gemeinsamen Mentorenprogramm. Außerdem ist es eine enorme persönliche Bereicherung und auch die Persönlichkeitsentwicklung der Mowglis wird in vielfältiger Weise positiv gefördert. Ist nochmal da. Genau, greif mal um. Und auch die Balus gewinnen wichtige Kompetenzen für ihr weiteres Leben. Wir Balus treffen uns regelmäßig und werden von den Programmkoordinatoren persönlich beraten. Die Wirksamkeitsforschung hat bestätigt, dass sich die Erwartungen und Wünsche auch tatsächlich in hohem Maße erfüllen. Und damit leisten wir im erweiterten Sinne auch Bedeutendes für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Solche Gespanne, Balus und Mowglis, wie diese beiden, haben wir inzwischen viele tausend in ganz Deutschland. Wir wissen, dass beide davon profitieren. Es ist eine echte Win-Win-Situation. Wir begleiten sie dicht und professionell in Begleitseminaren und wir würden uns wünschen, dass noch viele Kinder Mowglis werden können.